Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Heute gegen Jahn Regensburg, die einfach Vorletzter sind und gegen die wir gewinnen müssen, damit ich mir den, oder wir uns natürlich, den ersten Tabellenplatz wieder behaupten können. Das wäre ziemlich cool, wenn ich aus der heutigen Aufnahmesession mit dem ersten Platz wieder rausgehe. Die letzten drei Spiele habe ich gerade am Stück aufgenommen. Das ist Spiel Nummer 4 im Regen von Jahn Regensburg, was ziemlich lustig ist. Wollen wir 3 Punkte holen? Und wirklich Erster werden, weil ich will am Ende der Saison, ey, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich will sagen, ich will Erster werden am Ende der Saison, damit ich einen Titel schon mal gesichert habe in der ersten Saison, die wir spielen. Wie gesagt, ich hatte vorher technische Schwierigkeiten. Ich entschuldige mich dafür, dass ich echt lange keine Parts mehr gebracht hatte vorher. Demnach sind jetzt gerade 3 Stück vorher schon gekommen. Aber vorher war halt so eine kleine Pause. Das war natürlich schade. Und ja, deswegen hoffe ich doch mal. Kirschbaum, Moritz, Kennedy, Breitkreuz, Elvedi, Yildirim, Jimbar, George Beste. Alles in Netto. Sie wohnen im Ghetto und klauen bei Netto. Das ist schön. Das ist gut. Das ist kein Verlustgeschäft. Wegesser, der isst immer die Wege auf. Das ist immer, der ist immer sehr hungrig, der Junge. Aber ich hoffe, dass der heute nicht hungrig auf Siege ist. Aber er sitzt eh auf der Bank. Also selbst wenn, da hat er noch nichts zu melden. Ah. Die gute Jahn-Elf. Broll, Löwe, Maik, Elas, Akoto, Kade, Stark. Königsdörfer, Mörschel, Schröter. Alles schön. Einfach schöne Leute, einfach schöne Menschen, einfach schöne Spieler, die uns hoffentlich zum Sieg verhelfen heute. Genau, genau. Teamwork ist das Stichwort, denn Jahn Regensburg wird wahrscheinlich sehr giftig sein und versuchen, den Abstieg abzuwenden. Gegen uns versuchen sie es ja immer gerne alle, ihre Misere wieder auszuarbeiten. Zumindest denke ich das jetzt einfach mal. Ich habe es ja immer leichter gegen Mannschaften, die nicht so mauern. Außer Düsseldorf. Gegen Düsseldorf habe ich es alleine vom Namen her schon einfach nicht leicht. Die im letzten Spiel eindrucksvoll zu sehen war. Und das fängt schon gar nicht so gut an. Schwacher Abwurf von Broll. Elvedi, Beste. Einfach der Beste. Elvedi, einfach über außen. Schwache Flanke, aber es kommt ja auch immer auf den zweiten Ball an. Hä? Was geht? Ja, was ein Ball eigentlich, aber gut. Ich merke schon, Jahn Regensburg ist schon wieder ein bisschen drauf, hier das Spiel zu machen. Guckt euch das an, die sind gefährlich, aber der Ball geht jetzt aus. Sehr schön. Einwurf für uns, Königsdörfer. Kade. Also, irgendwie stehen wir alle ein bisschen zu weit auseinander, Leute. Will's ja nur sagen. Da ferner auf Mörschel, der den Ball komisch annimmt, statt den mitzunehmen. Schade. Sonst wäre das eine Torschance geworden. Und zwar eine 100er Torschance, würde ich sogar fast behaupten. Also unsere Mannschaft noch moralisch ein bisschen angeknackst von der Niederlage gegen Düsseldorf, was nicht sein muss eigentlich, weil das nun mal passieren kann. Und Jahn Regensburg von der Tabellenposition, die sie haben, anscheinend sehr beflügelt, was nicht gut für uns ist. Guckt euch das an, was machen die denn da? Wow! Hier wird nicht gut verteidigt hier gerade. Die sind einfach drauf hier. Guckt euch die Regensburger an hier. Oh, außen. Kein Abseits. Was? Oh, ich habe eigentlich auf eine Karte drauf geachtet, aber der Ball kam wahrscheinlich einfach zu spät. So, Beste. Ja, Beste. Breitkreuz. Yildirim. Meine Spieler laufen mir auch gerade ein bisschen, also das machen die sonst eigentlich nicht so, ein bisschen zu automatisch irgendwo raus. Obwohl da gar nichts. Schön. Ja, Stark. Mach doch. Ordentlich. Ja, Elas. Schön. Akoto.
Schröter, lauf doch mal. Schöner Ball fast. Der Einsatz stimmt nur nicht und die Bälle sind gerade so ungenau. Jetzt mal ohne Spaß. Ganz komisch. Ich weiß, sie sind nie genau, aber ich kann das Gefühl gerade gar nicht beschreiben. Also, ach ja, zweiter Ball. Also, das ist immer, das steht schon unter keinem guten Vorzeichen, weißt du? Das ist schon so ein zweiter Ball, der muss nicht da hinkommen. Den kann man einfach annehmen. Den kann man einfach annehmen. Ah, aber schön. Stark. Was ein Ball. Okay, der war schlecht von mir. Das gebe ich zu. Ich dachte halt, der spielt den gut durch. Ey, das wird, das ist gleich der Führungstreffer, einfach weil die so behäbig und passiv sind. Dresden sehr behäbig und passiv. Wie ein kleines Kind, das ein Spiel verloren hat und dadurch überhaupt keinen Bock mehr hat, irgendein Spiel zu spielen. Ist doch nicht zu fassen. Und Jan Regensburg kämpft, als hätten die noch nie was anderes getan in dem Leben. Außer zu kämpfen, jedes Mal. Hey, Wedi. Noch steht es nicht 1-0 oder so, aber es zeichnet sich hier für mich ein bisschen ab in der Ungenauigkeit der Dresdner Pässe und an dem Willen von Regensburg. Wie ihr seht, kommen die hier einfach zum Schuss. Unfassbar. Schön. Königsdorfer Löwe. Ach, Müll! So unhartnäckig hier. Leute, meine Fresse, was ist denn jetzt los mit euch? Kein guter Ball, weil ich hatte keine andere Möglichkeit. Er hat den Ball nicht mehr kontrollieren können. Bumba. Schöner Ball durch. Akoto, die Mauer steht aber da. Jetzt da ferner, schön nach außen. Da ist Schröter, jetzt lauf Schröter. Schröter, lauf um dein Leben, Alter. Ja. Ah, ein bisschen zu weit nach außen, würde ich behaupten. Ach, was ein schlechter Abschluss. Schade. Mal ein bisschen kombiniert, ein bisschen rauskombiniert. Von Dresden. Von uns. Und dann, das war natürlich ein sehr schwacher Abschluss. Aber ganz ehrlich, die haben irgendwie gerade den Drang, den Ball auch immer, so wie Merschel vorher, den Ball irgendwie einfach anzunehmen, statt einfach weiterzugehen. Keine Ahnung, was das ist, aber es nervt. Stark, sehr schön. Sehr schön, da ist Schröter. Der kann kontrolliert laufen, dachte ich, aber drin das Ding. Warum auch nicht? Denn Schröter konnte einfach kontern. Ruhig aufs Tor zu rennen. Irgendwie ist der langsamer geworden. Also, das ist nicht normal. Aber sehr schön. Schöner Konter. Und dann der Abschluss. 1-0 für Dynamo Dresden. Wunderbar, da war aber auch viel Platz. Also, guckt euch das an. Und aus dem Winkel kennen wir ja schon. Ins lange Eck. Machen Sie gerne mal rein. Vor allem, der war flach. Da hätte der Torwart halt nicht wirklich viel machen können. Das war gut abgeschlossen. Tatsächlich. Sehr schön, Schröter. Habe ich mit L1R1 gemacht irgendwie. In dem Fall. Sehr schön. Sonst zwiebeln die den ja gerne mal irgendwo ans andere Ende der Welt. Ah ja. Jawohl. Oh, was ein Kampf von Albers. Wow. Was ein Zweikampf hat der denn da bitte geführt gerade? Der war ja von hinten in die Rätsche rein, aber perfekt. Also nicht falsch verstehen. Das war kein Foul, nichts. Und Broll fliegt mal wieder. Wie ein Flugzeug. Krass. Also, Regensburg hat sich definitiv nicht aufgegeben. Sagen wir, wie es ist. Und da kommt der Ball nicht raus. Und laufen musst du halt einfach nur, Junge. Laufen. Ja, dann geht der dann auch rein. Das ist doch scheiße, wirklich. Was kommt dieser Ball denn da wieder zum Gegner, ohne dass da jemand eingreift, Alter? Meine Fresse, geht mir das auf den Sack. Schön abgeschlossen, wunderschön, aber trotzdem. Einfach nicht normal, was hier immer passiert für Scheiße.
Mann, Leute. Oh, ja, klasse. Ja, das war auch zu früh gepasst. Einfach unkontrolliert, scheiße. Aber einfach unnormal, was hier passiert teilweise. Was soll ich zu diesem Pass sagen? Er sollte ihn... Ihr erkanntet die Idee. Er sollte ihn einfach schön nach vorne legen. Dann wäre der durchgelaufen. Er wäre frei gewesen. Was macht er? Er spielt den Gegner an. Also dieses 1:1 ist unnötig sein Vater gewesen jetzt hier. Es ist einfach nicht normal, wie die nicht verstehen, was ich hier machen will. Oh, ist das scheiße. Keine klaren, rausgespielten Chancen. Sehr schade. So steht es dann 1:1 gegen schwache oder stark kämpfende, aber schwache Jan Regensburger, was tabellarisch gesehen halt der Fall ist. Und wir, die jetzt Erster werden wollen in der zweiten Liga, das ist einfach zu wenig. Das muss man einfach mal so festhalten. Ja, da würde ich auch ein bisschen pfeifen. Ich hab's geahnt, Alter. Aber wunderbar. Rausgespielt. Ah, der Ball war nicht gut. Schade. Aber eine Idee war gut. Die Idee war gut. Damit kann ich leben. Nein, nicht gut. Das war nicht gut. Oh mein Gott. Regensburg kämpft aber auch halt, ne? Es ist halt eine taktische Maschine, was hier der gerade läuft. Oh, schön. Schröter mal wieder. Ach Mann, was ist das für eine Ballkontrolle? Meine Fresse, Alter, dann legt er sich den da vor. Ohne Grund, ey, weil er in Bedrängnis ist. Das ist so bescheuert. Damit ich ja nicht direkt das Tor schieße. Das ist so dumm, ey. Also, das ist schon ein bisschen sehr abgekatert teilweise. Aber da ist Königsdorfer. Da ist... Da Ferner, der zieht den da einfach rein. Dafür ist er Stürmer. Dafür ist er da. Da ist das 1:2. Jan Regensburg kämpft richtig hart. Man merkt das richtig. Also, das machen wir dann mit unserer individuellen Klasse, nenne ich sie jetzt mal, dann einfach wieder ein bisschen wett. Und dadurch, dass da halt sehr viel Freiraum ist. Und das war ein guter Abschluss. Also, da hätte der Torwart noch gut und gerne rankommen können tatsächlich. Boah, wäre er sogar noch fast. Wenn er seinen Arm nicht noch hochgerissen hätte. Hei Karamba, ey. Heidewitzka. Yildirim. Jetzt mal auf Defensiv, weil das geht mir ein bisschen auf den Zwirn hier. Und da ist da Ferner. Setz dich durch. Da Ferner. Was willst du machen? Da ist stark. Alter, was kämpfen die so krass? Ha! Also wirklich, Jan Regensburg kämpft übel. Da müssen wir halt richtig aufpassen. Einfach weg damit. Schön. Nach außen. Da ist... Das war kein guter Ball. Zu wem der auch gehen sollte. Alter, ich sehe hier nichts. Oh, ist das ätzend, was hier passiert teilweise. So, da ist da Ferner. Aber langsam wie scheiße. Echt. Warum läufst du nicht weiter? Sehr schade. Da ist Merschel. Alter, ich spiele auf Defensiv. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich stehe auf Defensiv und werde hier ausgekontert. Unfassbar. Seht ihr das? Der zweite Ball sollte schon wieder zum Gegner gehen. Warum? Alter, die machen so einen Druck, das ist so ätzend. Wo soll ich hinspielen, Leute? Wunderbar, da ist Schröter. Und er verliert fast den Ball dabei. Oh mein Gott. Ja, kein Ding. Gern geschehen. Regensburg, gern geschehen. Was eine Kombination. Ja, drin das, natürlich. Ach Mann, ey.
So ein Blödsinn. Ja, der Pass war scheiße. Aber ich spiele auf Defensiv. Keiner stand irgendwie richtig anspielbar oder was. Und der schließt den perfekt ab. Also das ist doch einfach Blödsinn hier. Schlechte Leistung von Dresden. Und überkrasse Leistung von Regensburg irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich nicht beschreiben. Das war schlecht. Einfach schlecht. Also wirklich. So ein gezinktes Spiel teilweise hier. Oh. Komm. Ja, wunderbar. Schröter, du bist schnell. Da hättest du gut und gerne, aber da ist Mörschel. Oh. Nichts zu holen. Oh mein Gott, Regensburg kontert. Also beim Unentschieden raste ich wirklich aus hier gleich, ey. Geranda, Königsdorfer, Alter. Ey, ist nicht wahr. Dann steht er da angeblich im Weg, Alter. Ah! Was ein schlechter Ball. Wow. Regensburg. Ohne Witz, sie haben es verdient zu gewinnen. So bei solchen Bällen und bei dieser Spielweise, die sie da an den Tag legen, haben sie es verdient zu gewinnen. Weil einfach bei mir nicht läuft. Nicht wahr. Dann kombinieren die sich da durch meinen Strafraum. Ah. Kommt schon. Ja, Mann. Einmal. Nein. Ja, ja. Königsdörfer, ich hab's schon abgehakt. Oh, was für ein 3:2, Alter. Was ist das für ein Ergebnis und warum sehen die Zahlen da oben links so scheiße aus? Ey, was hat der Königsdörfer da gemacht? Okay, der kam ihm nochmal direkt vor die Füße. Ei, Karamba, Alter. Hätte mich nicht gewundert, wenn der jetzt nicht noch gesessen hätte. Krass, oh, so holt man sich doch den Sieg. Wir haben ihn einfach abgebrochen zum Springen, weil wir ihn ausgewechselt haben, wie das aussah. Auch geil. George, Beste. Würde mich nicht wundern, wenn die da noch irgend so einen Zauberball machen und dann nochmal durchkommen bei uns. Ich sag, wie es ist, Kennedy. Schwarz. Da, dieser zweite Ball, Mann. Warum kommt der dann? Das ist so bescheuert. Da standen meine Spieler eher, als dass der irgendwie zu denen kommt da, ey. Jetzt mal ohne Witz. Wunderbarer Ball. Da ist Weihrauch. Weihrauch sogar. Einfach rein das Ding. Richtiges Assi-Tor. Aber wunderbarer Blick von Weihrauch auf da ferner und wir machen das Ding zu. Also wirklich. Ha, eiskalt. Zockefroren servieren wir hier uns selbst den Sieg. Uff. Entschuldigung, wie ich das so trocken hier nehme gerade, aber jetzt war ohne Spaß. Das war überfällig. Wunderbar aufgelegt. Weihrauch einfach nicht eigensinnig. Gönnt seinem Stürmerkollegen, dass er auch mal ein paar Tore schießt hier wieder. Er hat ja heute 2 geschossen, ne? Hohoho, wunderbar. Guck mal, da schwurbelt er auch so durch die Gegend. Oh, 7 Tore in 15 Partien. Klingt gar nicht so gut. Nicht mal eine 0,5er Quote, aber wir lieben ihn trotzdem. 7 Tore ist doch nah an der Torjägerkanone. Ich glaube, der erste hat 8. Oder? Und solche Gegner wie Regensburg sollten eigentlich dafür da sein, dass wir diese Statistik ein bisschen ausbauen. Ich sage euch, wie es ist. Regensburg war sehr offen. Ne? Sie waren zwar sehr so kämpfermäßig drauf hier heute, aber sie waren eigentlich sehr offen, sodass man das einfach nutzen kann. Natürlich mache ich da auch ein paar dumme Bälle,
Aber es ist einfach manchmal so, dass die irgendwie nicht zu kontrollieren sind, teilweise, was die Leute machen. So, wunderbar. Schröter, nochmal. Schröter, Merschel zieht den mit vollem Karacho. Voll auf den Torwart, Alter, krass. Dieser Pass war wunderbar von Schröter, krass. Egal, wir sind Erster mit 3 Punkten Vorsprung. 4:2 gegen Regensburg. Im Regen von Regensburg. Oh, war das anstrengend. War das anstrengend. Muss ich so sagen, war einfach anstrengend. Sehr schön, Albers, Alter, mit seinem Traumtor Schwarz. Schröter, Königsdörfer, da Ferner zweimal. Wunderbar, wir gucken uns ja hier die Highlights jetzt nochmal hier an. Die sind ja immer ganz nett. Oh, schön durchgespielt. Zack, Schwarz. Also ich war sehr beeindruckt von der Hartnäckigkeit, die Regensburg da echt an den Tag gelegt hat. Holy, 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 Macaroli. Heieiei. Und dann Schröter natürlich easy einfach nach außen. Und diesmal sehr gut flach abgeschossen. Sogar auf so einer Höhe, dass sein Fuß da gar nicht rankommt. Einfach sehr gut. Ha, klasse. Ersten Platz wieder zurückgekämpft. Ich bin sehr zufrieden. Und dann zieht er ab. Und Broll. Boah, Broll ist aber auch eine Vogel, Alter. Jetzt mal ohne Spaß. Wahrscheinlich nicht nur charakterlich, sondern auch spielerisch. Denn das war so scheiße. Albers nimmt den an. Zwirbelt den perfekt im Winkel. Bam. Dann Königsdörfer. Rüber auf da Ferner. Und der schließt einfach ordentlich ab. War das der Ausgleich? Ich komme gerade mit dem Ergebnis nicht zurecht hier. Ich weiß gerade nicht, wie viel es hier steht. Das sollte hier eigentlich beistehen bei diesen Highlights. Gut durchkombiniert. Dann zack. Da war alles frei. Er kann ziehen. Er zwirbelt den an Mai und an Broll vorbei. Also was ein Schuss. Krass. Dann Königsdörfer nochmal mit dem eigenen Treffer. Das hat dann Regensburg ein bisschen gebrochen. Das hat man gemerkt. Die haben es nochmal irgendwie versucht. Die Ausdauer war nicht mehr da. Und die Maschinerie lief dann einfach. War einfach zu frei. Da war Weihrauch gerade frisch eingewechselt. Legt den wunderbar rüber. Da Ferner schließt ab. Was sehr unrealistisch aussah gerade mit seinem Fuß, fand ich ehrlich gesagt. Aber egal. Spielende 4:2 für Dynamo Dresden. Sehr schön. Zu weiter natürlich. Und natürlich machen wir auch ein Interview. Weihrauch kriegt einfach mal eine 6,0, obwohl er so spät kam. Das finde ich jetzt persönlich sehr, sehr gemein, weil er hat eine Vorlage gegeben direkt. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Ja, easy peasy. Kein Problem. Werner hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Insgesamt eine tolle Leistung. Ich gratuliere dem gesamten Team und da Ferner ist natürlich überragend. Ich finde diese Antwort, diese Kurzantwort, signalisiert nicht das, was der dann sagt, irgendwie ein bisschen. Vor dem Spiel ging, also das klingt dann so, als wenn der das ganze Team einfach nur loben will und dann lobt er da Ferner trotzdem, weißt du? Anscheinend war unsere gute Abwehrarbeit. Was für gute Abwehrarbeit. Oh. Alle Spieler haben alles gegeben. Das ist die beste Antwort, die dazu passt. Zu große Sorgen hatten wir nicht, aber Zweifel gab es natürlich. Natürlich, wir lagen nie hinten, aber trotzdem. Nach dem 4 Dynamo Dresden-Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätte das Ganze aus ihrer Sicht... Sie hätten ein knapperes Ergebnis verdient. Sie waren wirklich gut für ihr tabellarisches Verhältnis. Und wir waren gar nicht mal so gut. Danke, und haben trotzdem 4 Tore gemacht. Ist okay. Kein Problem. Immer wieder gerne. Hallo, Boss. Wenn ich nicht regelmäßig spiele, muss zuletzt das eine oder andere umstellen. Also, heue nicht rum. Borello hat ein Traumtor geschossen. Ich hoffe, das zeige ich noch. Wir haben 31 Punkte nach 15 Spielen. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Sehr, sehr schön. Christoph da Ferner, Torbeteiligung, Spiele, 15 Tore.
Vorlagen 4. Spielbewertung im Schnitt 4,0. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Statistik so sagt. Schröter, Mörschel da ferner. Also wir sind sehr, sehr passorientiert. Das muss man sagen, Alter. Und da ferner ist einfach gut mit dabei mit 7 Tore. Also ein Tor mehr und der wäre jetzt da auf der Ebene von Hinterseher. Ne? Das ist schon gar nicht so schlecht, muss man sagen. Läuft gut bei uns hier. Und das nächste Mal läuft es gegen KSC. Hoffentlich auch sehr gut. KSC, oje, tut mir nicht weh. Also, Leute, ich hoffe, in diesem Sinne können wir gegen Karlsruhe SC die Tabellenposition 8 beinhalten. Das heißt, sie sind weder schlecht, noch sind sie sonderlich gut. Aber in der zweiten Hälfte der Tabelle. 24 Punkte sind auch nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn sie einen Sieg holen, dann kommen sie auf Platz 4 ran da. Das ist doch schon gar nicht so scheiße. Also sehr, sehr eng da vorne. Und wir heben uns da ein bisschen ab mit 131 Punkten. In diesem Sinne sage ich, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und auf Wiederspielen, meine Freunde.